Captain. Mr. Kenway. Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. Reg dich ab, Kollege. Im Notfall kann ich dich immer noch retten. Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Ihr seid ein wahrer Spaßvogel, was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Der will sich jetzt nicht im Ernst mit uns hier anlegen. Halt dich da raus! Eieiei. Auf, komm her. Sieht nur, wie der rumzappelt. Erbärmlich. Und? Zack. Und, heppa. Na, auf, komm, hau drauf. Hä? Na los, Bruder, pendeln, pendeln! Na, warum macht er es gerade nicht? Ich halt doch hier gedrückt. Gib ihm ordentlich was zwischen die Rippen! So, geht auch. Bam. Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Ach, bitte, Jungs, komm. Lass das sein. Wenn der Captain uns zur sieht... Zur Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Eieiei. Aufkomm, dir pulle ich auch noch die Fresse. So, aus die Maus, Kollege. Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Ja. Etwa nicht. Noch so ein Halbstarker hier. Oder wieder derselbe Halbstarke. Auf, greif an. So, aus die Maus. Gebt ihr auf? Niemals! Wie gefällt euch das jetzt? Oh, jetzt kommt er mit einem Messerchen. Auf, komm her. Auf, komm. Put, 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 put. Das Messer gehört mir. Was hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Und warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumfallen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. So ein kleiner Schlawiner hier. Greift ihr uns mit dem Messer an? Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag. Sein Blick war göttlich.
So, haben wir wenigstens was zu tun hier. Oder auch noch nicht besonders viel. Hier oben können wir noch mit einem reden. Ja, meinem Captain. Oder wie auch immer man den nennt. Hallo, Sir. Sieht es nach einer angenehmen Reise aus? Ist eine ruhige Jahreszeit. Stürme und raue See sind natürlich trotzdem denkbar. Aber keine Angst. Schlimmstenfalls wird es etwas unbequem. Ich sorge mich eher um Piraten und Freibeuter. Seid ihr ihnen schon mal begegnet? Ei, aber die Providence ist ein starkes Schiff und die Crew eingespielt. Das wird uns sicher schützen. Das hört sich doch gut an. Da kann ich doch hier getrost in die Kabine gehen. Auf, hüpf drüber. Heppa. So, dann ab in die Kabine. Überschreibt er seine alte Schrift. Tag 28 schon. Wie Zeit vergeht. Ja, siehe mal da. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen. Ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Dann mal los. Jetzt wird's spaßig. Zumindest hoffe ich das. Da geht's lang. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet mit solchen Luxus. Komisch. Es ist unrecht, dass er sich lamm und Wein gönnt. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Immer noch so eine große Klappe der Kollege hier. Eieieiei. Ich glaube, dem Problem war früher oder später nochmal die Fresse. Nette Abtreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Ei, Hohlköpfe und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills, sehr angenehm. Atham Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht so. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich's verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Interessante Dinge. Werden wir doch mal schauen, was wir hier noch erfahren. Ich habe euch nichts zu sagen. Sehr hilfreich. Echt. Ist jetzt hier unten oder oben? Ah, hier unten. Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoot hier oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Mit dem Doktor haben wir ja vorhin schon mal geredet. Zu wem gehen wir denn? Gehen wir erstmal hier hinter. Das ist, glaube ich, wieder der Doc, oder? Nee. Gibt erst in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig benommen? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat?
Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Waren wir nicht eben schon bei ihm? Nee, war ein anderer. Seid ihr James? Hi. Kenway. Hey, them Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Dann folgen wir dem Guten also, doch mal. Was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Das wollen wir doch alle. Gehen wir doch nochmal hoch zum Captain hier. Hoch. Da hat die Kamera gerade gehangen. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Fragen über Fragen. Gehen wir nochmal schauen, was hier los ist. Hat immer seinen Hut auf und versteckt sein Gesicht. Ja, ja, lässt er nur. Und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt, während wir noch fest und still. So, schauen wir doch mal. Da schwimmt der gute Wein davon. Seltsam. Sehr seltsam. Äußerst seltsam. Da schreiben wir unser Tagebuch weiter. Tag 33. 5 Tage mittlerweile schon wieder vergangen. Bis jetzt war die Bootsreise ja noch recht, oder besser gesagt Schiffsreise, recht. Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Macht die... Achtung! Alle runter! Jetzt wird's interessant.